4, 3, 2, 1. Bitte öffnen Sie die Augen. Please open your eyes. Please notice your own group. Tatsächlich ist dieser Rhythmus von dem Laufen total gut fürs Gespräch. Ja. Und auf der anderen Seite ist es, will der auch gebrochen werden? Also ist das auch wegen der Thematik, über die man sich unterhält, denkt man, okay, man kann jetzt auch einfach stehen bleiben am Rand oder man muss Richtung wechseln oder ich will jetzt zickzack laufen oder ich will mich angucken können mit der anderen Person. Ich fand es schön von dem Setting insofern, dass es sehr viel Intimität erlaubt hat und gleichzeitig das mit so vielen fremden Personen zu machen. Oder für mich war es einfach so, dass ich war froh, dass ich mit fremden Leuten dann sprechen konnte. Es hat es mir erleichtert, über solche Themen zu sprechen und mich zu öffnen, als wenn ich das mit Leuten gemacht hätte, mit die ich vielleicht kannte oder mit denen ich beruflich irgendwas zu tun gehabt hätte. Generell auch das Wort Polarisierung, also sich damit auseinanderzusetzen. Also ich habe mich ehrlich gesagt davor, glaube ich, in der Form gar nicht damit auseinandergesetzt. Und deswegen, das war spannend, eigentlich den ganzen Abend über auch das zu erfahren. Auch was Polarisierung erstmal in einem auslöst, ob es das überhaupt aber ist und so weiter. Und was für die verschiedenen Menschen bedeutet.